Installation. Welcome to the Electronic Video Agent installation. Left, right, center. Sound hardware initialized. This program will upgrade Command & Conquer to high definition video, audio, and graphics. Upgrading. Please stand by. For last minute changes and notes, please examine the README file. Upgrade complete. Welcome back, Commander. Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu meinem zweiten Teil von meinem Let's Play Command & Conquer Remastered Edition. Und ja, liebe Leute, Tiberium-Konflikt wartet auf uns. Und das Intro, das war doch gerade mal mega cool. Das gehört einfach dazu, Leute, deswegen habe ich es auch drin gelassen. Und ja, in der letzten Folge hatten wir ja die Russen fertig gemacht in Alarmstufe Rot. Und dann geht's jetzt weiter hier mit dem Tiberium-Konflikt, wie schon angekündigt. Und hier ist es nun. Neues Bestarten, die Steuerung, die ist eigentlich genau die gleiche, wie auch im Alarmstufe Rot. Allerdings werde ich das so machen, ich werde jetzt hier mit der Bruderschaft von Nott anfangen, weil deren Arsenal erinnert mich unweigerlich an das Arsenal der Alliierten. Also von daher, damit wir da so eine Reihenfolge haben, würde ich sagen, ja, gehen wir direkt mal rein, neues Spiel starten. Der Anschlag auf die Getreidebörse in Wien ist das 17. Bombenattentat in 4 Wochen, das den Terroristen von Nord angelastet wird. Seit Beginn dieser Welle von Nord-Attentaten in Slowenien jagen die Abgesandten von einer Krisensituation. Die neuen Tiberium-Schürftechniken der Bruderschaft von Nord. Die Tiberium-Vorräte der Bruderschaft von Nord belaufen sich jetzt fast auf die Hälfte aller weltweit bekannten Vorkommen. Dadurch gewinnt diese fanatische Terroristengruppe einen gewaltigen Einfluss an der Londoner Goldbörse. Und jetzt weiter mit Lokalnachrichten von... Ho, 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 ho!
ging beim zweiten Weltgipfel zu den wirtschaftlichen Konsequenzen von Tiberium in Hongkong allen Reportern aus dem Weg. Man erwartet, dass Möbius hier Angriffe von wissenschaftlicher Seite zurück... Während die GDI-Truppen zu einem weiteren Angriff auf Nordstellungen ausrücken, hält die freie Welt den Atem an. Das war Greg Badet, DNN, irgendwo im Mittelmeer. Empfangen Sie mich! Deaktivieren Sie Ihre Verteidigungsmatrix! Ganz genau, liebe Leute. Wir haben quasi durchs Fernsehprogramm geswitcht und wir wollten die Bruderschaft von Nord und die GDI, die wollten quasi Kontakt zu uns aufnehmen und wollen, dass wir uns jetzt für eine Seite von den beiden entscheiden. Also tatsächlich, es geht hier um Tiberium. Tiberium ist die Ressource, die es hier gibt und die ist sehr wertvoll. Das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt dieses Spiel hier als Let's Play spiele. Cool, Leute. Ich würde sagen, wir haben hier die Auswahl zwischen GDI und Nord. Ich würde sagen, der Screen ist auch komplett neu, ne? Cool gemacht. Ich würde sagen, wir fangen mit der Bruderschaft an, Leute. Nord wurde ausgewählt. Bitte warten. So. So. Du bist also der Neue in der Bruderschaft. Na gut. Ich bin Seth. Einfach Seth. Von Gott über Kane zu Seth. Ich bin seine rechte Hand. Und ich habe einen Job für dich. Das ist hier Nakumba. Früher einer unserer leitenden Androiden. Doch er ist übergelaufen und verrät unsere Geheimnisse an die GDI. Schalt ihn aus. Ganz genau, liebe Leute. Da haben wir schon mal Seth gesehen. Und die Cutscenes hier, finde ich, die sehen... Ach du Heilige. Verstärkungen sind angetroffen. Ah! Das musste ich jetzt erstmal aktivieren. Die Cutscenes hier, liebe Leute, finde ich, die sehen besser aus als die in Alarmstufe Rot. Da haben sie sich wirklich mehr Mühe gegeben. Und hier sehen wir auch, ne, das Klassische, wie wir es auch hatten, beim Alarmstufe Rot, hier, Uralt-Grafik, genau, verbessern sie ihre taktische Oberfläche auf HD. Mhm. Schaut euch das an, Leute, die Uralt-Grafik. Und dann hier die HD-Grafik, wie wir sie kennen. So. Ja, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, wir müssen hier erstmal alle platt machen. Das ist eigentlich ziemlich einfach die erste Not-Mission. Ich will möglichst keine Einheit hier verlieren. Da sind noch 3 Stück. Ah, da verlieren wir jetzt einen. Ja, schade. Egal, liebe Leute. Und schaut mal, hört mal die Musik. Ach, geil. Geiler Remix, ey. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal ein neues Abenteuer hier an. In Command & Conquer Tiberium-Konflikt tatsächlich, ja. Genau, und wir dienen jetzt der Bruderschaft von Nod, die sich ja nach dem Ableben vom Stalin quasi gebildet hat, wenn ihr den Alarmstufe Rot-Teil gesehen habt. Und ja, da würde ich mal sagen, gehen wir das mal hier an. Also wir kämpfen für Kane tatsächlich und ja, das ist mein Lieblings-Soundtrack hier, dieses Act of Instinct heißt der, glaube ich. Oh, da ist ein Jeep, Leute. Das ist das Pendant quasi zu den Jeeps von den Alliierten. beim Alarmstufe Rot-Teil. Und ja, liebe Leute, dann bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier so wird. Also, wie gesagt, komplett neue Kampagne. Ich weiß nicht, ob es hier im Tiberium-Konflikt... Moment mal. Ah, das Menü sieht ähnlich aus im Übrigen. Ob es hier im Tiberium-Konflikt auch Zusatzmissionen gibt, das weiß ich gerade gar nicht. Oh, die Grafik, die muss ich nochmal umstellen. Eine Sekunde. So, ist schon besser. Und, was wollte ich jetzt machen? Genau, die Spielgeschwindigkeit.
die ist ja hier. Mauszeiger überspielen. Scrollgeschwindigkeit? Hä? Wo ist denn hier die Spiel? Hä? Leute? Die Spielgeschwindigkeit, kann man die nicht einstellen? Das wäre ja doof. Mauszeiger, Spielfenster, modern. Haha, gut. Ach doch, hier Spiel. Ich bin doch so blöd. So, Spielgeschwindigkeit hier. Kommt, Leute. So, alles klar. Jetzt haben wir hier auch die Voll-HD-Auflösung. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, freue ich mich drauf hier wirklich, weil Tiberium Conflict ist tatsächlich, das habe ich noch nie als Let's Play gespielt, tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich wegen Kompatibilitätsproblemen, weil dieses Spiel gab es bis jetzt nur als DOS-Spiel. Und ja, ich konnte DOS-Spiele irgendwie nicht ausführen. Deshalb würde ich sagen, machen wir das jetzt. Die Grafik ist ein bisschen anders, aber auch nicht viel anders. Also hier haben wir hier diese Bürger hier, die müssen wir auch platt machen, dieses Dorf. Und ja, dann würde ich sagen, es geht gegen die GDI tatsächlich. Und allerdings mit dem Arsenal, finde ich, wie von den Alliierten. Also von daher, ja. Die Spielmechanik ist nicht groß anders. Ist alles dasselbe, nur ein bisschen andere Grafik und andere Generäle und so. Und es gibt Tiberium hier, Leute. Statt Erz. Tiberium hier ist die wertvolle Ressource hier. Und ja, da gibt es Besonderheiten, aber die sehen wir gleich. So. Die sind auch Namen, Dave und so. Shelly, cool. Das ist voll liebevoll gemacht, finde ich. Ja, lassen wir uns mal noch ein bisschen Zeit hier bei der ersten Mission. Aber der Typ, der sollte hier oben sein. Der Makumba oder wie der heißt, ne? Ja, macht ihn. Ach, dann lass es. Hier muss er sein. Da ist er, Makumba. Nikumba, genau. So, wir haben einen Erfolg. Nikumbas Niedergang. Auch hier natürlich ganz klassisch. Bonusgalerie und Endscreen von der ersten Mission. Na, das sieht cool aus, Leute. Schaut mal hier. So ein Mannequin da. Gebäude platt gemacht haben wir keins. Ah, doch, 23. Ah, das Dorf, das zählte also zu GDI. Okay, ich verstehe schon. Cool. Oh, diese Weltkarte, die sieht richtig realistisch aus. Schaut mal. Das haben sie schön überarbeitet. Das haben sie richtig schön überarbeitet. So, Territorium für Angriff auswählen, das möchte ich aber erstmal noch nicht. Ich möchte erstmal die Bonusgalerie. Ganz klassisch wie immer hier. So, willkommen zurück, Kommandant. Die Remastered-Version der DOS-Installationssequenz von der Tiberium-Konflikt wurde in 6 Monaten vom langjährigen Community-Mitglied Luke CC Hyper-Freenan programmiert. Ursprünglich wurde die Installationssequenz von Maria Del Mar McCready Leck, was ist das für ein Name, der Ehefrau von Mike Leck von Petroglyph Games programmiert. Interessant, liebe Leute, wirklich interessant. Ah, hier schaut mal. Na. Eric Gooch, der in der Rolle des Seth vor einem Greenscreen-Szenen für die Nordmission Nikumba zum Schweigen bringen Nord 1A spielt. Cool, richtig cool. Nikumba, Original vs. Remaster, Briefing der Nordmission. Ja, schaut euch das an. Das haben sie besser gemacht. Das haben sie viel besser hingekriegt als im Alarmstufe Rot. Okay, gut, Leute. Dann würde ich sagen, hier, wir haben tatsächlich... Was habe ich gerade eben gesagt? Es gibt keine Zusatzmissionen? Doch, es gibt Zusatzmissionen. Oh Mann, es gibt tatsächlich Special Operations. Oh Mann. Aber nicht so viele wie bei Alarmstufe Rot. Glaube ich zumindest. Ja, glaube ich zumindest. Okay. Wir können auch GDI anfangen, ne? So, das hier haben wir erledigt. Dann würde ich sagen, können wir hier unsere Mission auswählen.
Ich würde mal sagen, wir gehen in den Norden. Die Befreiung Ägyptens, liebe Leute. Dann würde ich sagen, genießen wir mal die nächste Cutscene. Wieder zurück? Na gut, versuchen wir mal was Wichtiges. Also, seit allzu vielen Jahren schon halten GDI-Truppen Ägypten in ihrem Würgegriff. Es ist unsere Pflicht, dieses Volk zu befreien, das sich nach einem besseren Leben sehnt. Kane will hier ein Bollwerk errichten gegen die ekelhafte Präsenz der GDI. Es ist aber zu riskant für unsere schweren Truppen, daher wirst du mit ein paar entbehrlichen Einheiten dort eine vorgeschobene Angriffsbasis errichten. Ach ja, dort liegt übrigens genug Tiberium rum, das du ernten kannst. Das sollte deine Unkosten decken. Natürlich, wenn man dich entdeckt, hast du versagt. Und wer versagt, der stirbt. Klare Ansage, mein Freund. Ja, wir merken, hier weht ein bisschen anderer Wind bei der Bruderschaft. So ein bisschen so auf Russenart. Aber allerdings, wie gesagt, mit einem kleineren Arsenal. So, liebe Leute, cool, schaut mal hier, wir haben hier dieses, das erste Mal Tiberium und einen Bauhof. Genau, liebe Leute, würde ich sagen, der Bauhof sieht hier anders aus. Das Kraftwerk sieht natürlich auch anders aus. Und der Unterschied ist hier, wir können hier nur neben einem anderen Feld tatsächlich Gebäude bauen. Und bei dem Tiberium gibt es noch eine Besonderheit werde ich euch gleich zeigen, wenn wir hier die Raffinerie stehen haben. So, Antwort. So sehen die Sammler hier aus, ziemlich lustig. Schaut euch an, die Dinger. Dick, dick, dick. Und Hand von Not. Minikin-Fabrik. Repariere die kommen. Und dann würde ich sagen, können wir nur Minikin hier bauen, ne? Können Silos bauen nach wie vor? Na komm schon. Da kommt ja die Minikin da. Mein Timer ist hier oben wieder kaputt gegangen, warum auch immer. So, da würde ich mal sagen. Jo, dann. Ich wollte euch noch den Effekt vom Tiberium zeigen, ne? Wartet mal ganz kurz. Wir können Schützen und Invasoren bauen, okay. Ist was, bau einfach 20 Schützen oder so. Dieses Tiberium ist nämlich, wenn man da mit dem Mannequin durchläuft, ihr seht, der kriegt Schaden. Tiberium ist tödlich für Menschen. Das ist das, Leute. Und wir müssen hier aufpassen, was wir mit unserem Mannequin machen. Wir dürfen da nicht durch Tiberium rennen, weil sonst, ja, krepieren alle und das wollen wir nicht. Und ihr seht, der Sammler, der bringt die Kohle Schritt für Schritt rein hier. Es ist so ähnlich wie bei Dune 2000. So, allerdings ist das doch ganz gut so. Weil dann können wir nicht alles auf einmal ausgeben. So, die Jeeps da, die lasse ich mal hier jetzt als Verteidigung stehen. Und mit dem Mannequin werde ich gleich mal angreifen. Gehe direkt so. Und das ist es im Prinzip schon. Also, guck mal, im Punkt war Tiberium-Konflikt. Und, ja. Gehen wir das mal weiter an hier. Bisschen Karte erkunden erstmal. Zweite Mission. Noch 7 Minuten in dieser Folge. Aber das schaffen wir auch schon. Das schaffen wir schon. Mit schneller Spielgeschwindigkeit geht das. Oh, da haben wir es erstmal gehört, Leute. Wir haben kein Geld mehr. Ja, Mannequin, kommt schon. Kriegen wir schon hin hier. So, mach die platt. Oh, wir haben eine Einheit verloren. Das ist nicht so toll, aber gut. Ich da einfach die Karte mal weiter ein bisschen erkunden hier, so. Und die Mucke hier ist auch geil. Es gibt so einige Soundtracks hier, die ich richtig cool finde. Genau. Ja, Mann. Und ja, wie gesagt, dann würde ich sagen, warum hängt das jetzt so? Leute? So. Oh. Tatsächlich, zwei Mannequin. Ja, okay, dann mach die platt. Dann macht die da platt. So, liebe Leute. Also von diesem Soundtrack fand ich tatsächlich den... Ah, schaut mal, da ist der Sammler. Ihr seht ja auch jetzt diese Mechanik. Einmal auf den Sammler schießen und dann kommt der Gegner mit allem, was er hat. Das ist genau wie beim Alarmstufe Rot, ey.
So. Sammler? Sammeln wir bitte hier unten. Ach, ich muss da, glaube ich, noch was einstellen. Achtet mal. Ich muss da, glaube ich, noch was einstellen. Ressourcenkapazität. Immer. So. Ich glaube dann... Genau. Jetzt wird hier wie immer angezeigt. Jetzt wird hier immer angezeigt, also wenn der Sammler Kohle hat. Hier ist die GDI-Basis. Wir sind quasi die Guten hier im COC Remaster. Im Tiberium-Konflikt und wir sind die Bösen. Genau, Leute. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir das noch weiter an hier. So. Was wollte ich eben sagen? Genau, die Mucke. Diesen Soundtrack fand ich tatsächlich im Klassischen besser. Ich weiß auch nicht warum, aber... Das, den habe ich immer mit Sammlern in Verbindung gebracht. Ich weiß nicht warum, aber diesen Soundtrack, ich habe keine Ahnung. So. Weil es einfach so lustig aussieht, wenn die Sammler sammeln. Dick, dick, dick. Genau, liebe Leute. Und dann würde ich sagen, kann ich mir eigentlich schon diesen Angriffstrupp hier nehmen. Wir haben nur noch 5 Minuten. Dann würde ich sagen, ja, machen wir dann einfach. Wir haben 2 Silos hier. Würde ich sagen, ist das hier mal Team 1. Wir können hier auch Teams bilden. Und dann machen wir die mal platt. Aber nicht durch Tiberium laufen, Leute. Das ist unklug. Ah, dieser Sammler da. So, mach die mal platt hier. So. Gehen wir mal rein. Hör auf zu hängen, Spiel. Was soll das? Hier seht ihr das auch, Leute. Die Gebäude, die haben verschiedene Formen. Tatsächlich. Habt ihr ja gerade eben die alliierte... die GGI-Kaserne gesehen. Und macht den Sammler platt, bevor der euch überfährt. So, liebe Leute. Zum ersten Mal die GGI-Kaserne gesehen. Und die sah anders aus als unsere Hand von Not hier. Der Welt in der Hand. Ja. So, batz, 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 batz. Einfach platt machen. Wir könnten es auch mit Invasoren einnehmen, das Zeug. Aber brauchen wir nicht. So, liebe Leute. Das war's schon. Okay, cool. Dann haben wir die ersten beiden Missionen im ersten Part drin. Richtig coole Cutscenes haben sie auch hier. Ja, tatsächlich. So, wir haben wieder eine Bonusgalerie. Die Befreiung Ägyptens. Okay. So, wir haben 47 Einheiten platt gemacht. So 5 Minuten haben wir gebraucht. Und ja, dann muss man sagen, Geld bei Ende. Effizienz 13%. Gut. Würde ich sagen, ich möchte ins Hauptmenü, Leute. So, sehen wir noch kurz, was für einen Fortschritt wir gemacht haben. Genau, wir haben jetzt Ägypten und die GDI sind hier unten. Wir kämpfen in Afrika. Wir müssen quasi den Kontinent Afrika erobern. Aber Leute, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich möchte jetzt noch einmal kurz hier die Bonusgalerie mir anschauen. Wo haben wir denn hier die neue? Hier, Leute, hier. Mehr als Tiberium. Erik Guch, der in der Rolle des Seth vor einem Greenscreen Szenen für die Nordmission spielt. Cool. Ja, Outtakes. Interessant, liebe Leute. Cool. Ja, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen. Und ja, wie es in Mission 3 weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.